Was geht ab, meine lieben Freunde? Willkommen zurück zu einem weiteren wunderbaren Video auf diesem wunderschönen Kanal. Mit etwas Verspätung starten wir heute tatsächlich endlich in das Nina Chuba Album. Ich freue mich sehr drauf. Wie gesagt, ab heute auch jeden Tag eine Reaction zu einem weiteren Song, den wir noch nicht gehört haben. Das heißt, morgen haben wir dann schon Mondlicht am Start für euch. Und genau, wir hören jetzt rein bei Alte Bilder, wo es ja auf TikTok auch schon so ein paar Videos zu gab. Irgendwie war der irgendwie anders. Irgendwie glücklicher. Irgendwie so. Ich freue mich sehr darauf reinzuhören. Ich habe bis jetzt nur Gutes über dieses Album gehört. Und ich habe gehört, es soll sehr vielseitig sein, was wir aber auch schon durch die Singles mitbekommen haben. Dass irgendwie da wirklich von bis alles mit dabei ist. Und ich würde sagen, wir hören rein. Ich freue mich drauf. Let's go. Schau mal alte Bilder an. War da irgendwie anders? Irgendwie glücklicher? Alles auf Anfang, wenn du noch hier wärst. Vielleicht wär das anders. Wir beide nebeneinander. Denk so oft dran, ja. Sommer 2018, Blue Hour, wir beide im besseren Licht. Das ist so diese Stimmfarbe von ihr, die ich so gerne mag. Diese ein bisschen tiefere, ein bisschen rauere, würde ich sagen, und halt so sehr ruhig. Unser letzter Moment hängt in 16:9 über dem Esszimmertisch. Ich hab neue Fotos, doch auf diesen Fotos da lächle ich nicht. Ich glaub, dass es besser ist. Hoff, dass es besser so ist. Und der Asphalt der Straßen strahlt heute besonders grau. Concrete Jungle Blues, als wäre wie für mich gebaut. Das ist eben so, was ich an diesem Album so schön finde, bis jetzt auch schon, dass Leute, die eben Nina nur durch Wildberry Lillet kennen, jetzt so eine andere Seite von ihr oder ihre ganze Seite zu sehen und zu hören bekommen und eben checken, okay, sie macht nicht nur so eine Mucke, sie macht auch so eine Mucke. Und was ich halt ultra schön finde. Fragen, hast du noch an uns gehört? Oh, die Pause war schön, die Pause war schön. Schau mir alte Bilder an, war da irgendwie anders. Irgendwie glücklicher. Ich find's auch sehr bemerkenswert irgendwie, wie sie es immer schafft, so Songs, die eigentlich so einen traurigen Text haben oder so einen Text, wo man denkt, oh, ist jetzt nicht so fröhlich gerade, die dann so einen fröhlich-weibigen Unterton durch den Beat bekommen. So wie hier zum Beispiel. Alles auf Anfang. Weil der Beat lädt voll zum Tanzen ein, aber es geht halt darum, dass sie früher viel glücklicher war und auf den Bildern von heute nicht mehr lächelt. So. Wenn du noch hier wärst, vielleicht wäre das anders. Wir beide nebeneinander, denkst auf Anja. Deine Haut an meiner Haut, weiß doch, wie es sich anfühlt. Dein Geruch, er bleibt vertraut, seht an Holz und Tankgrün. Asche auf der Fensterbank, Sterne funkeln, Wangen glühen. So leicht, so leicht. Und der Asphalt der Straßen strahlt heute besonders grau. Ich finde es wirklich schön, Mann, wie sie es schafft, diese Melodie immer mit einzubauen, dass der Song nicht langweilig wird bei ihr, dass man einfach Bock hat, weiterzuhören. Und der Asphalt der Straßen strahlt heute besonders grau. Concrete Jungle Blues, als wäre wie für mich gebaut. Würde ich so gern fragen. Ich sehe auch jetzt gerade erst bei diesem Cover hier, ich weiß nicht, ob ihr es erkennen könnt, bei diesem blauen, dieser blaue Farbe, die blaue, Bro, diese weiße Farbe, die aus den Augen läuft, das sieht aus wie echte Farbe. Das ist wirklich so teilweise hier angetrocknet, wenn man das sehen kann. Da sind solche Farbbläschen auch bei. Das ist mir vorher nicht aufgefallen. Hast du noch an uns schau mal die Bilder an. Wenn du noch hier wärst, vielleicht wär das anders. Wir beide nebeneinander, denkst oft dran, ja. Boah, ich bin sehr gespannt. Ich bin am Freitag auf dem Release-Konzert, am Samstag auf dem Release-Konzert in Berlin. Und vielleicht sind auch einige von euch, würde mich sehr freuen. Da bin ich sehr gespannt, welche Songs sie live spielen wird. Das wird, glaube ich, auch ein richtig, richtig, richtig schöner Abend, Mann. Werde ich auf jeden Fall auf Instagram euch mitnehmen, wie es sich gehört, Freunde. Sehr schöner Song. Ich muss sagen, ich habe mir, als ich den in der Hörprobe gehört habe, ein kleines bisschen mehr erwartet von dem Song. Ich finde ihn nicht schlecht, aber ich bin halt auch kein Fan von so kurzen Songs. Ich mag ein bisschen längere Songs lieber, die jetzt irgendwie so 2,30, 2,40 zumindest lang sind. Und ich finde, man hätte noch so ein bisschen tiefer ins Thema reingehen können. Das ist so die kleine Mini-Kritik, die ich hier vielleicht äußern würde. Aber ansonsten mag ich den Vibe sehr gerne. Und
Ja, wie gesagt, das Einzige. Und ich hätte mir auch ein Musikvideo richtig gut vorstellen können, so wisst ihr. Gerade wenn der Song Alte Bilder heißt, hätte ich mir dazu so ein Musikvideo auch richtig gut vorstellen können. Oder? Wo man so alte Bilder anguckt von früher, wie sie so lächelt und whatever und dann. Weiß ich nicht. Das sind die zwei Sachen, die ich mir gewünscht hätte. Ansonsten bin ich sehr gespannt. Wir starten jetzt ins Album. Das war die erste Single, die wir uns angehört haben. Beziehungsweise der erste Song, der nicht als Single erschienen ist. Und ja, ich bin sehr gespannt. Hat mich noch nicht von den Socken gehauen, muss ich sagen. Aber fand ich jetzt auf jeden Fall auch nicht schlecht. Also ist auf jeden Fall ein sehr, sehr stabiler und guter Nina Chuba Song geworden. Aber ist noch ein bisschen Luft nach oben. Ich bin gespannt. Wir fangen ja auch gerade erst an. Wie gesagt, morgen gibt es direkt Mondlicht mit Marjan zusammen. Und ich hoffe, Marjan ist richtig oder Marjan, aber ich glaube, Marjan ist richtig. Und da freue ich mich sehr drauf. Habt einen wunderbaren Tag, Freunde, ja. Bleibt so fresh und gut aussehend wie immer. Vergesst heute nicht zu lächeln, das ist sehr wichtig. Und dann sehen wir uns morgen mit dem nächsten Nina Chuba-Video hier auf meinem Kanal. Ciao.